Ich möchte doch aber die Koordination kurz zeigen, und zwar Koordination mit beiden Händen, klar jonglieren. Abwechslungsweise Bälle werfen. Linke, rechte, linke, rechte. Und jetzt habt ihr auch schon gemerkt, es werden auch beide Hirnhälften mitmachen, links und rechts. Ich brauche für Kinder immer die Analogie der Kugel aus zwei Hälften mit den Händen. Und im Kopf ist das dasselbe. Zwei Hemisphären, die arbeiten zusammen, genau so wie meine beiden Hände, wenn ich drei Bälle jongliere. Und je mehr man übt, je besser geht etwas. Das kann man beim Jonglieren zeigen mit Tricks, Beispiel rumfuchteln oder einen hoch, zwei hoch, diese kreuzen lassen. Das ist beim Jonglieren auch spannend. Man merkt, wenn man einen Fehler macht. Und immer wenn man das merkt, ist das eigentlich wertvoll, weil wir haben eine Fehlerkultur, die sagt, oh Fehler, schlecht. Ich möchte aber für eine Fehlerkultur plädieren, die sagt, oh Fehler, yeah. Weil wenn mir so ein Fehler passiert, schauen wir mal, was passiert aus diesem Fehler. Bitte reinwerfen. Danke, vielmals. Man kann in Kontakt treten, etwas Neues ausprobieren. Daher, wenn man Fehler bemerkt, sind sie wertvoll. Ich wollte aber Tricks zeigen. Sportliche, wie unter dem Bein, hinter dem Rücken, Spezialtricks, die man auch steigen kann zu Doppelspezial. Und wenn man übt, ist es anstrengend. Das heißt, man braucht Pause. Und ich übe ja mit beiden Seiten, deswegen mache ich auch auf beiden Seiten Pause, um wieder einzusteigen. Was könnten wir noch für Tricks machen? Zum Beispiel Schummeln. Nein, ich möchte schummeln, System optimieren. Nein, nicht demoralisieren, eher neue Ideen aufzeigen. Weil meine Philosophie ist, die Kinder müssen begeistert werden. Und das erhalten sie über Inputs von außen, über Begeisterung. Oh je, yeah, ich möchte probieren. Diesen Aufforderungscharakter der Geräte zusätzlich methodisch unterstützen. Das ist die Idee, dass man sagt, wenn man einen Kickoff macht, die Kinder müssen auch Bezug dazu haben, aber klare Regeln, wo sie das verwenden können. Und ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass wenn, so gesagt, Profis auch von außerhalb kommen, dass die motivieren können, dass dann Kinder sagen, oh, ich möchte auch. Und dieses Peer-Learning, dass Gleichaltrige sich etwas zeigen, ist bei Bewegungsgeräten, besonders beim Diabolo, enorm ausgeprägt. Man zeigt sich etwas. Oh, zeig mir. Oh toll, ich möchte auch wie der große Fünfklässler. Und wenn dann der große Fünfklässler das noch zeigt, wow, dann ist das toll. Nein, ich möchte eigentlich eher Möglichkeiten aufzeigen. Und natürlich nicht nur die Kreativität, sondern auch ein bisschen eine leistungsbezogene Steigerung. Fünf Bälle. Auch hier kann man dann kreativ sein. Und auch je mehr man übt, je besser funktioniert etwas.